Ja, ich begrüße also recht herzlich unseren Vertreter von 1. FC Magdeburg. Ich freue mich, dass wir ihn heute hier haben und dass wir heute unseren Kooperationsvertrag entgegennehmen können. Es wird unser Verein auf jeden Fall in den Aufbau der Infrastruktur weiterhelfen. Und wie gesagt, man muss über den Tellerrand gucken, um als Verein zu wachsen und auch etwas zu vergrößern. Ich übergebe jetzt mal kurz das Wort an Marius. Ja, hallo. Erstmal vielen Dank, dass ihr mich so gastfreundlich hier empfangen habt. Also für mich ist das auch Premiere, dass ich erstmalig bei euch hier bin, auch ein Spiel von euch live beobachten kann. War ja sehr spannend. War ja sehr viel, was in der ersten Halbzeit zustande kam. Ich kann mich bedanken im Namen des 1. FC Magdeburg, dass ihr euch für eine Kooperation entschlossen habt. Ja, du hast es schon gesagt, es geht darum, die eigenen Strukturen im Verein voranzutreiben. Und ich glaube, wir als 1. FC Magdeburg hatten in den letzten Jahren sehr viele Erfahrungen sammeln dürfen, sowohl positive als auch negative. Und da ist es einfach das Ziel, dass wir euch, wo sehr viele Ehrenamtler tätig sind, viele Unterstützer, die mit Herzblut euren Verein nach vorne treiben wollen, dass wir dem vielleicht ein paar Tools an die Hand geben können, wie vielleicht so Strukturen innerhalb des Vereins noch besser aufgestellt werden können oder euch bestätigen in der Arbeit. Und das ist eigentlich der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte, dass man versucht, den eigenen Verein mit professioneller Hilfe, die wir vielleicht bieten können, so aufzustellen, dass die Zukunft auch irgendwo was vorfindet, wo die sich wohlfühlen, dass sie hier Fußball spielen können, dass sie das Soziale lernen, miteinander gewinnen, verlieren. Und da können wir vielleicht euch als Freund irgendwo begleiten. Also vielen, vielen Dank dafür. Und wie gesagt, im Namen des 1. FC Magdeburg, herzlich willkommen als offizieller Partnerverein des 1. FC Magdeburg. Dankeschön. Ja, ich bedanke mich recht herzlich. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit und wünsche auch dir alles Gute und dass unsere Zusammenarbeit, so wie sie angefangen hat, auch weiterläuft. Dankeschön.